Damit gehen wir jetzt in die nächste Runde. Giftfrosch versus Hardscope. Mal gucken, wer gewinnt. Bin jetzt mal sehr gespannt, was die beiden jetzt spielen. Ob wir jetzt wieder eine interessante Kombo sehen wie Pharah gegen Pharah. Wir sind auf jeden Fall eine Echo und einen, der nichts pickt. Thilo ist auf jeden Fall mal wieder ein bisschen langsam. Okay, nein, der hat gepickt. Der hat einen Soldier gepickt, okay. Und man darf nicht vergessen, dass Hardscope ein Reinhardt und Moira Main ist und beide in diesen Kampf gebannt sind. Was natürlich ein großer Nachteil für ihn ist. Mal gucken, ob er diesen Nachteil irgendwie ausgleichen kann oder ob er komplett versagt. Sagen unfairer Vorteil, schlechtes Turnier, aber. Das ist kein unfairer Vorteil. Ich habe alles durch Spaß gebannt. Es ist nötig. Aber er hat Soldier, den einfachsten Charakter in diesem Spiel. Auch mit dem sollte er vermutlich was reißen, auch wenn sein Aim durchaus öfters mal daneben ist. Und mal schauen, weil prinzipiell Echo fliegt so ein bisschen rum, aber mit Soldier kannst du ihn eigentlich ziemlich gut treffen. Zumal man muss dazu sagen, dass Soldier eine Auto-Aim-Fähigkeit hat, also quasi perfekt für Tilo. Also, prinzipiell hat er so gut wie ein Kill sicher, wenn Giftfrosch sich in dem Moment halt nicht retten kann. Weil wenn Giftfrosch rumfliegt und die Auto-Aim-Fähigkeit an ist, dann hat Giftfrosch doch zwei Möglichkeiten. Entweder er findet ganz schnell Unterschlupf oder er wird rausgeschossen. Und selbst wenn der beste Freund jetzt für ihn ist, wird Tilos bestimmt irgendwie schaffen wir, er ist ja der Gewinner der Herzen. Zumindest wenn man ordentlich alkoholisiert ist und sich übergibt. Aber ich möchte natürlich nicht parteiisch sein. Aber gut, wir werden sehen. Wir sehen Echo auf der einen Seite, beziehungsweise jetzt sehen wir nicht mehr Echo auf der einen Seite, sondern wir sehen McCree. McCree gegen Soldier. Der hat prinzipiell natürlich jetzt McCree einen Vorteil, wenn er trifft. Ansonsten hat Soldier einen Vorteil. Weil man damit nicht so gut treffen muss. Aber wir sehen, McCree versucht so langsam ranzukommen, um zu treffen. Hardscope geht drauf ein und geht jetzt in den 1v1 im nahen Raum. Die Frage ist natürlich, warum er das macht. Aber er macht es. Er ist auf jeden Fall sehr interessiert daran. Das Ding ist halt, er hat den Nachteil bei einem Schuss, beziehungsweise zwei Schuss und Granate und dann ist er tot. Deswegen ist es sehr interessant, dass er jetzt so nah an, McCree gegangen ist, weil die Granate war ihm damit sicher. Sehr vermutlich schlauer gewesen, wenn er ein bisschen weiter weg gewesen wäre oder ein bisschen weiter weg geblieben wäre, eher gesagt. Weil dann hätten sie nämlich weiterhin 1 gegen 1 gestanden und beide hätten versuchen müssen, nah ranzukommen, aber irgendwie versucht Hardscope dies nicht, sondern geht einfach weiterhin nah ran und kriegt wieder auf die Klatsche. Die Lernkurve scheint niedrig zu sein. Geld ist auf Giftfrosch gesetzt. Ja, ich glaube, das ist doch die deutlich bessere Entscheidung. Aber ich möchte, wie gesagt, hier natürlich nicht parteiisch sein. Er hat jetzt zu Reaper gewechselt, was natürlich jetzt wiederum besser ist, weil Reaper ist sehr stark im Nahkampf und er kann sehr schnell rankommen. Warum dies mehrere Minuten Bedenkzeit gebraucht hat zu wechseln, ist natürlich wieder eine andere Sache. Kriegt er den Heal rechtzeitig, ist die Frage. Kriegt er nicht, weil der Heal deutlich niedriger ist. Bekommen? Ja. Ich setze mehr Geld auf die Quote, ja. Das ist es. Okay, er versucht sich ran zu sneaken. Das Ding ist halt, das Sneaken ist halt relativ schwierig hier, weil er halt extrem laut dabei ist. Und die Map halt ziemlich klein. Hätte da versuchen können, wegzurennen und sich hochzuheilen, aber es hätte halt ewig gedauert. Ja, der Typ ist weitergeleitet, aber der Typ ist weiterhin so dumm, nicht in den Nahkampf zu gehen. Also jetzt wird es unfreundlich, er hat Unterstützung bekommen und versagt trotzdem, das ist bezeichnet. Aber gut, wir werden sehen. Okay, Giftfrosch hat zu Echo gewechselt, damit wär's das soweit mit Reaper. Weiter bei Reaper zu werden, wäre dumm, aber er kann jetzt den Position nicht wechseln. Also er hat jetzt noch die Möglichkeit, anzugreifen, aber deutlich schlauer wäre es tatsächlich, sich umbringen zu lassen. Weil, Echo zu töten mit einem Reaper ist durchaus interessant, aufgrund dessen, dass Reaper halt eine sehr, sehr kleine Range hat. Okay, Giftfrosch war zu nah dran, okay. Das war ein großer Fehler von Giftfrosch, dass er so nah geblieben ist. Giftfrosch hätte halt einfach weiter wegbleiben müssen und Reaper hätte nichts ausrichten können. Aber er versucht weiter, den Vorteil auszunutzen und spielt jetzt Pharah. Das ist natürlich ein gewaltiger Vorteil jetzt. Ja, und der Vorteil. Und ich habe vergessen, das Spiel umzustellen. Also, ein erfolgreiches Spiel. Es steht 5-4. Es gibt kein Reset. Es gibt aber die Runde geht dann einfach nochmal weiter. Okay. Ob die jetzt weiterhin bei Reaper Pharah bleiben oder ob sie doch sich dazu entscheiden, was anderes zu spielen, wir werden es sehen. Nur 5 Minuten Spielzeit, ja, weil die ja gerade 5 Minuten gespielt haben. Deswegen steht das 5-4 und es geht jetzt einfach weiter. Und wir sehen, Giftfrosch spielt weiterhin Pharah. Und bleibt er mit seiner Linie treu. Die Frage ist, ob jetzt sich der eine feine Herr dachte weiter. Nein, er spielt Hanzo, was sehr interessant ist. Wollen wir mal sehen, ob Tilo bzw. Hardscope das eben für dieses Duell mitbringt.
Und die klare Antwort scheint ein Nein zu sein. Das Aim fehlt leider Gottes. Und damit sollte er vermutlich wechseln. Was er auch getan hat, er hat gleich zu McCree gewechselt, was auch ein Charakter ist, mit wo man sehr viel Aim braucht und vielleicht auch nicht die beste Idee ist. Aber gut, wir vertrauen Thilo in diesem Moment einfach. Er wird es bestimmt schaffen, mit McCree Pharaoh aus der Luft zu holen. Oder kläglich scheitern. Eins von beiden wird durchaus schon passieren. Wir werden sehen. Du wirst schon was gedacht haben dabei. Er wird bestimmt ganz gewaltig seine Gehirnbindung angestrengt haben, um diesen grandiosen Plan auszufeilen. Dementsprechend wollen wir diesem Mann einfach mal vertrauen, dass er durchaus recht hat mit dem, was er da hat. Er trifft tatsächlich, hat zwei Schüsse getroffen, aber sieht nicht gut aus mit 44 AP. Er hat tatsächlich getroffen, das hätte ich nicht erwartet. Er hat es tatsächlich geschafft. Damit steht es 1-1 bzw. 6-5 für Giftfrosch. Ja, das da oben ist ein Anzeigefehler, das war alles nur ein technisches Problem hier. Wie wir sehen, Giftfrosch hat gewechselt. Mal sehen, wie jetzt Thilo darauf reagiert. Wir werden es sehen. Wir sehen, ohne Auto-Aim-Granate und ohne Multishot sieht es relativ schlecht für diesen guten Mann aus. Da hat er durchaus so einige Probleme. So, was auf mich jetzt hier festzuhalten. Ja, das Spiel will mich nicht von Artscope befreien lassen. Möchte auf jeden Fall, dass ich ihm weiter zuschaue. Und ich wurde befreit auf jeden Fall. Okay. Damit. Ja, da sollte er durchaus wechseln. Das ist nicht die beste, weil okay, er hat zu May gewechselt. Das ist natürlich eine ziemlich gute Taktik, weil May so ein Charakter ist, wodurch man prinzipiell keinen Skill braucht. Man braucht nur drücken können. Das Einzige, wofür man Skill bräuchte, wären Wände. Allerdings sind diese hier eher weniger relevant. Wobei die durchaus eine Möglichkeit wären, wenn man zum Beispiel einen Raum hat, eine Ulti zündet und dann einfach den Raum absperrt. Wäre durchaus eine Möglichkeit, wie man die Mauer hier richtig einsetzen könnte oder halt um sie zu schützen. Der Vorteil ist natürlich durchaus, dass er sich im Eisblock selbst heilen kann. Ich hatte prinzipiell so eine Art Safe Zone, kann man sagen. Frage ist nur, ob er das richtig ausspielt oder ob er weiterhin, naja, Probleme bekommt. Das Ding ist halt, dass Giftfrosch halt jederzeit die Möglichkeit hat, diese Fähigkeit einfach zu blockieren. Damit steht halt May da mit normalen Strahl. Was auch Giftfrosch nicht gemacht hat. Er hat die Fähigkeiten deaktiviert, allerdings hat das nicht ausgereicht. Er hätte wahrscheinlich mehr auf den Kopf treffen müssen. Schau mal, schon die hier den Unterschied an. Ah, okay. Er ist nochmal abgehauen, aber er hat Hautstopp sehr, sehr low gemacht. Er könnte sich natürlich jetzt mit der Wand heilen. Allerdings ist der Nachteil jetzt wiederum, dass er die jetzt nicht hat, wenn jetzt ein neuer 1v1-Fight aufkommt. Nächster Vorteil natürlich von Sombra, was ich gar nicht bedacht habe, natürlich, ich kann Healpacks selbst hacken. Das ist halt wirklich der Nachteil bei May. Ohne wirkliche Fähigkeiten hat May durchaus Probleme, vor allem gegen eine Sombra, die sich halt relativ schnell an sneaken kann. Und das vor allen Dingen sehr leise. Da kann man durchaus sehr schnell sehr, sehr viele Probleme bekommen. Und Giftfrosch bleibt bei seiner Taktik auf jeden Fall mit die Healpacks blockieren, sodass er sich selbst damit nicht healen kann. Und die Fähigkeiten dann zu blockieren, damit May halt ausschließlich diesen Strahl. Allerdings war der Schaden jetzt so von May. Den Damage von Mays Strahl kann man halt immerhin weiterhin nicht vernachlässigen. Auf jeden Fall. Oh, du hast ja nur selber gesehen. Ich habe nur 1v1 Maps gepickt, das ist richtig. Er sich einfach nicht rausteleportiert. Das ist, was ihn davor gesaved hat, immer so ein bisschen zum Healthpack dann zu teleportieren, aber. McCree wird doch wahrscheinlich nicht die richtige Wahl sein. Sommer war wahrscheinlich schon die beste Wahl. Er sollte jetzt wahrscheinlich. Die beste Wahl, die er jetzt machen könnte, wäre wahrscheinlich eine gute Verteidigung und abhauen. Die Frage ist nur, ob er darauf eingeht oder sich denkt, Kampf, das ist es. Ich darf nicht vergessen, dass jetzt theoretisch gesehen Hardscopes oder Thilo noch zwei Kills bräuchte, um auf Gleichstand zu kommen. Das dürfen wir halt nicht vergessen, diese Ulti war extrem schlecht, wenn ich ehrlich bin. Oh, und das Movement ist da. Okay, aber jetzt ist er zu nah dran. Er darf die Main nicht zu rankommen lassen, weil dann kommt halt die Bombe hat geregelt. Die Auto-Aim-Bombe hat's geregelt, okay. Damit steht jetzt. Das war sehr close, aber es hat funktioniert. Damit ist Thilo jetzt 3 Punkte im Rückstand. Schau mal die Zeit an. Ja, das wird gewesen sein. Ja, das war's. Thilo hat damit verloren und Giftfrosch ist somit in der nächsten Runde.